Willkommen zu einem wundervollen Game, und zwar Edda Café, ein Spiel, das meiner Meinung nach wieder viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich bin ein Zukunftsgnu gerade, denn das Gnu, was ihr gleich sehen wird, hat das Spiel noch nicht gespielt. Aber ich habe extra nochmal die Anmod neu aufgenommen, um euch zu sagen, schaut euch das Game an, es ist eine unfassbar coole Story. Wir waren alle sehr geflasht, es sind sehr viele Plot-Twists drin und es passieren anfangs sehr viel komische Dinge, die sich später so unfassbar cool erklären, dass ich sagen muss, ich bin hellauf begeistert. Ich bin auch gespannt, was deine Meinung ist. Also ich liebe solche Spiele, die so viel Unklarheit am Anfang haben und dann erklärt sich alles. Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wie ihr euch entschieden hättet, weil wir können auch am Ende eine ganz krasse Entscheidung treffen. Und dann sehen wir uns gleich im Gameplay beim noch unwissenden Gnu. Welcome to Edda. Hast du jemals von der Legende gehört, die vom Café erzählt, dass die Zeit zurückdrehen kann? Ein magischer Stuhl, der dich in eine andere Welt schicken kann. Magische Süßigkeiten, die dein Schicksal verändern können. Wenn es einen Moment in deiner Vergangenheit gibt, zu dem du schon immer zurück wolltest, solltest du das mal ausprobieren. Urbane Legenden, Mythen, wer glaubt wirklich an so ein Zeug? Ich mag solche mystischen und ungewissen Dinge nicht. Es gibt keine wissenschaftlichen Daten, die irgendwas davon beweisen. Es ist nur ein Trick Werbekampagnen der Industrie, um Kunden anzulocken und deren Geldbösen zu lernen. Es ist schlicht und ergreifend Marketing fürs Geld. Aber wieso hüpft mein Herz dann so vor Freude? Mina. Was habe ich falsch gemacht? Habe ich etwas verpasst? Dann ist es jetzt wohl zu spät. Ich stecke meine Hände in meine Tasche, fühle die Wärme des Samtes und ziehe eine kleine marineblaue Schachtel heraus. Oh, ich freue mich schon wieder so auf Winter, Leute. Ich schaue die Schachtel eindrücklich und schüttel sie ein wenig. Darin befindet sich etwas, das ich mal sehr schätzte. Aber jetzt scheint es bedeutungslos zu sein. Hat gerade jemand mit dem Schluss gemacht? Ich öffne die Schachtel und da ist er. Ein Armreif mit gläsernem Anhänger, den ich vor langer Zeit bastelte. Ah, was mache ich nur? Plötzlich spüre ich, wie mich jemand anrempelt und damit sofort aus meiner Starre holt. Ah! Der Stoß ist groß genug, um meinen hilflosen Körper auf den kalten Boden stürzen zu lassen. Holy shit. Autsch, das tut weh! Die Schachtel! Vor meinen Augen tritt ein unwissender Passant ausgerechnet auf die Schachtel, die unter dem Fuß nachgibt. Ich fühle, wie mir das Herz zerbricht wie die Schachtel. Oh nein! Ich greife mir schnell die Schachtel, um den Armreif darin zu überprüfen. Oh nein, er ist kaputt. Ausgerechnet dieser Armreif, warum? Ich halte das nicht aus, was mache ich jetzt? Auf einmal höre ich knisterndes Papier. Ein gut aussehender, mysteriöser Mann. Hier, das ist für dich. Hä? Als ich meinen Kopf hebe, sehe ich jemand, der mir ein Blatt Papier reicht. Schnell wische ich die Tränen weg, die anfangen, sich in meinen Augen zu sammeln und schaue dann auf das Blatt. Edda Café, 50% Discount. Nachdem ich die Broschüre genommen habe, kann ich den Mann dahinter gut sehen. Mit der Weste und der schwarzen Hose, die er trägt, sieht er wie ein Kellner aus. Sein Nettes sieht besorgt aus. Ich gerade echt durcheinander aussehen. Was ist das? Sein Gesicht wahrscheinlich sieht besorgt aus. Kannst du aufstehen? Ich nicke und greife unterbewusst nach seiner Hand, mit der er mir auf die Beine hilft. Na also, es ist kalt heute, du solltest nicht auf dem Boden sitzen, bist du okay? Hat jetzt er mich umgestoßen oder war das ein anderer Dude, der dann auf meinen Armreif getreten ist? Weil dann müsste er sich ja eigentlich entschuldigen, ne? Er ist ein Roboter, ne? Deswegen, das kam gerade raus. Danke. Du solltest zu Edda kommen, es könnte dir helfen, dich besser zu fühlen.
Der Kerl macht nur seinen Job. Allerdings hat er mir geholfen, also kann ich sein Angebot nicht einfach so ablehnen. Aber ehrlich gesagt würde ich jetzt gerne einfach nur in Ruhe gelassen werden. Alles, was heute so passierte, zusammen mit der Tatsache, dass das einzige Ding, das für ihn bestimmt war, nun durch meine Schusslichkeit kaputt ist. Das für ihn? Das für ihn bestimmt war? Das ist einfach zu viel. Schwer atmend versuche ich mein Bestes, die Tränen zurückzuhalten. Ich sehe, dass du etwas Zeit für dich brauchst. Ich lasse dich dann mal in Ruhe. Pass auf dich auf. Oh, das ist aber ein schönes Andenken, das du da hast. Tut mir leid, dass es kaputt ist. Derjenige, der diesen Armreif bekommt, ist sicher eine sehr wichtige Person für dich. Ich blinzle. Hatte ich versehentlich meine Gedanken laut ausgesprochen? Woher weiß er vom Armreif? Als ich nach oben blickte, ist er allerdings schon weg. Das ist ja schon sehr mysterious. Aber bevor wir weiter fortfahren, wie ist es jetzt, Leute? Ist es jetzt so, dass der Armreif durch jemand anderen kaputt gegangen ist oder durch ihn? Oder hat mich jemand anderes umgeschubst, ist draufgetreten und er war einfach nur da? Die Broschüre, die ich gehalten hatte, fühlt sich kalt und glatt an. Ich werfe noch einen Blick darauf. Ein anderem. Okay. War ein anderer. Edda, was für ein seltsamer Name. 2 Tage später. Okay. Wir sind also am Rumtipseln. Und vor allem auch das Anfangsgespräch war mit wem? Mina! Sarin. Rin, was machst du denn hier? Na, nach dir suchen. Was? Warum? Wie du sehen kannst, bin ich gerade mitten in meiner Schicht. Wenn ich mich nicht irre, sollte deine Schicht nächste Woche sein, nicht diese. Diese Woche hat doch Ben, oder? Wo ist der denn überhaupt? Er hat sich erkältet, also habe ich ihm angeboten, seine Schicht zu übernehmen. Und bitte senke deine Stimme etwas. Wir sind in der Bibliothek. Wenn die Bibliotheksdirektorin sowas mitbekommt, kriegen wir Ärger. Was? Echt jetzt? Das ist das 3. Mal seit letzter Woche. Du bist einfach zu nett, Mina. Oh Gott, ja. Kennt ihr das auch? Seid ihr auch jemand, der nie Nein sagen kann? Ich mittlerweile nicht mehr. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Rin und ihre Schmätzchen. Ach übrigens, was machst du hier? Du meintest, du würdest nach mir suchen. Nun, hier bin ich. Also was brauchst du? Wie gesagt, ich suche nach dir. Und wozu? Lass uns abhängen, Mina. Wo denn, Rin? Weiß nicht. Hä, du weißt nicht, wo wir hingehen und trotzdem soll ich mitkommen? Komm schon, ich brauche eine Pause von der Vorlesung. Jeder hat diesen Monat Spaß, ganz besonders Paare. Ja, weil bald Valentinstag ist. Mal so nebenbei, wie ist es mit dir und Sven? Hast du vor, etwas mit ihm zu unternehmen? Vielleicht ein Date? Macht euch das eigentlich was aus, so Valentinstag? Ich muss sagen, als ich jetzt irgendwie mal frisch getrennt war, ein Valentinstag war ja, weil ich da einmal was mit einem meiner Partner halt vorhatte, dann halt getrennt war und traurig war, aber ansonsten war mir das immer wurscht. Wie geht's euch damit? Ich kann gut Nein sagen. Ja, leider. Mir auch. Same, ja. Die Leute im Chat relaten. Ich hoffe, sie wird es nochmals überdenken, mich einzuladen. Ich bin nicht in der Stimmung. Oh, natürlich werden wir auch ein Date haben. Kann es kaum erwarten. Wie ich mir dachte, diese Turteltauben. Das ist halt gemein, ne? Deine Freundin hat jemanden neuen. Ach, ich bin so glücklich auf dem Date. Du bist so, was ist das? Ich komme nicht dazu, ihr zu antworten. So schnell schnappt sie sich diese Broschüre, die ich in meiner Notiz gesteckt habe. Hey, gib das zurück. Das ist nichts Wichtiges. Hier. Hä? Lass uns zu Edda gehen, Mina. Jetzt! Warum, Rin? Wie gesagt, lass uns zu Edda gehen. Sieht doch vielversprechend aus. Edda. Edda, das erinnert mich an diesen seltsamen Typen. Das war vor 2 Tagen. Ob er immer noch dort ist und Broschüren auf der Straße verteilt? Ich habe noch gar nicht daran gedacht, dorthin zu gehen. Mina? Warte mal kurz, kannst du nicht sehen, dass ich gerade mitten in... Fast fertig, deine Schicht geht noch 10 Minuten. Ist doch nichts bei. Wenn du etwas früher gehst, oder, Mina? Rin, was hast du... Rin nimmt plötzlich meine Hände und zieht mich vom Stuhl hoch. Komm schon, unser Stückchen wartet auf uns. Sei nicht schon cool, wenn man so Freunde hat, die einen immer wieder rausholen und immer wieder so sagen, nein, komm, wir machen jetzt was und du kommst jetzt mit, weil sonst lebt man immer wieder seinen gleichen Alltagstrott und unternimmt einfach nichts. Und so lernst du auch neue Leute kennen, wenn du mal rausgehst und was unternimmst. Rin!
Wo führt uns diese Adresse überhaupt hin? 1.5a 99 Straße? Was ist das für eine Adresse? Das ist ja absurd. Ich hab dir doch gesagt, dass das nicht richtig aussieht. Vielleicht existiert es ja gar nicht mal. Vielleicht ist es ein Scherz und diese blöde Broschüre führt alle an der Nase herum. Nicht jeder hat einen schönen Valentinstag. Trotzdem bin ich neugierig, Mina. Dann lassen wir das erstmal, Rin. Wie wär's mit unserem Stammcafé? Die haben doch auch Rabatte und Sonderaktionen an Valentinstag, oder? Vielleicht ja sogar dein geliebte Limited Edition Strawberry Cheesecake. Nö, finde ich nervig. Zu Valentinstag schenke ich meiner Mutter immer Blumen. Wenn mein Vater nicht dran denkt, das ist ja süß. Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Wir spielen ein romantisches Game an Valentinstag in der Hoffnung, dass wir alle für uns verlieben. In einen hotten Typen, der uns eine Broschüre gibt und wir haben ihn auch noch vergessen. Nein, ich werde das auf keinen Fall aufgeben. Ich werde diesen Ort finden. Nur zu deiner Info, Ja, ich weiß, du hast schon jedes Café in dieser Stadt ausprobiert. Und auch die in der Nähe. Und die Süßwarenhändler auf der anderen Straßenseite. Du hast sie sogar alle in deinem Blog bewertet. Natürlich, du kennst mich zu gut. Natürlich, wie geil. Aber Rin, du hast doch selbst gesagt, dass die Adresse keinen Sinn ergibt. Wir sind diese Straße jetzt schon eine halbe Stunde lang auf und ab gelaufen und haben dabei noch die ganzen Leute genervt, die hier in der Schlange stehen. Siehst du nicht, dass sie uns schon ganz komisch anschauen? Also würden wir versuchen, uns vorzudrängeln, um in das Café zu schleichen, vor dem sie stehen? Ach, lass sie doch, kümmert mich nicht. Leider bin ich da schon mal gewesen und die saisonalen Pfannkuchen, auf die sie hier warten, sind stinknormal. Das ist überhaupt nichts Besonderes an ihnen. Die verschwenden nur ihre Zeit. Rin, das solltest du nicht einfach so vor ihnen sagen. Oh Gott, apropos lange Schlange anstehen, nur um irgendwas zu essen. Ich war ja in New York und da gibt es so ein paar Hotspots, wo man halt sehr gut essen kann. Da standen die Leute 2 Stunden an für so ein krasses Sandwich, wo ich gesagt habe, das ist es mir nicht wert. Aber die standen da an. Für ein Sandwich. Aber ich verstehe das, wenn man mal irgendwo anders ist und halt ein Gourmet ist und sagt, ey, ich will das probieren, weil das hypen alle. Aber das war mir dann zu lang. Rin, hast du das gehört? Was gehört? Eine Glocke, eine läutende Glocke. Hast du die gehört? Nee, habe ich nicht. Nur die ganzen Stimmen um uns herum. Ich habe so etwas wie eine Glocke gehört, die ganze Zeit läutet. Ich habe so das Gefühl, dadurch, dass unser Armreif kaputt gegangen ist, ist irgendwas Mysteriöses passiert. Ich glaube, den Typen, der uns dieses Stück Papier gegeben hat, den gibt's gar nicht. Vielleicht ist das der Klingelton von jemandem. Nein, das hier ist anders. Bist du okay, Mina? Was ist denn auf einmal los? Ich muss sagen, ich liebe das Setting sehr von diesem Game. So dieses kalte Schnee, auch was die anhaben, das ist so richtig cozy. Schon wieder die Glocke. Hä? Da, Edda. Sie sagt, Edda? Okay, Mina, jetzt wird's langsam gruselig. Was? Psst, sei mal leise. Ich lege meinen Finger auf meine Lippen und bedecke ihren Mund mit meiner Hand. Mina, was? Ich kann sie hören. Dieses Mal ist es ganz deutlich. Ich nehme Rins Hand und fange an, in die Richtung zu rennen, aus der das Läuten der Glocke zu hören ist. Komm schon. Mina, was ist denn passiert? Ich weiß nicht, das mag verrückt klingen, aber folge mir einfach. Und da ist das Café. Ah, Edda, endlich haben wir es geschafft. Edda, ich kann es nicht glauben, dass wir es tatsächlich gefunden haben. Wenn ich mich nicht irre, sind wir schon einmal durch diese Stadt gelaufen, allerdings war hier vorher nichts. Und was war das für eine Glocke, die ich gehört habe? Das Läuten hörte auf, sobald wir an der Eingangstür ankamen. Ist dieser Ort real? Mina, ich spüre, wie Rin an meinem Arm zieht. Was? Schau, worauf warten wir noch? Los geht's. Discount, 50% vor Valentine's-Event. Geil. Vielleicht eine Fee. Ja, irgendwas muss passiert sein, dass es kaputt gegangen ist. Als wäre irgendwie... Vielleicht finden wir dadurch jetzt Liebe. Als ich das Café betrete, ist das Erste, das mir auffällt, der Geruch frisch gerösteter Kaffeebohnen. Oh... Das ist typisch für Cafés, aber ich habe das Gefühl, dass hier irgendetwas anders ist. Welcome to Edda. Oh, hallo. Willkommen bei Edda. Ach, der hat am Anfang gequatscht in dieser übersteuerten Stimme. Der mysteriöse Mann. Ah, du bist der Typ, der mir vor kurzem die Broschüre gegeben hat. Ach, und du bist das Mädchen, das ich kürzlich getroffen habe. Dann bist du also endlich zu Edda gekommen. Nein? Wie wär's, wenn wir erst einmal Platz nehmen? Ein Tisch für zwei, ja?
Oh, und die Jacke könnt ihr dort ablegen. Er zeigt auf den Kleiderständer, nachdem wir unsere Jacken aufhängen, führt er uns zu einem Tisch für zwei im hinteren Teil des Cafés. Er zieht uns zwei Stühle heraus und nachdem wir es uns darauf gemacht haben, verbeugt er sich wie ein Gentleman und grüßt. Nochmal herzlich willkommen, ihr beide. Willkommen bei Edda. Genießt die Magie. Mein Name ist Taku und ich werde heute euer Kellner sein. Wir haben eine breite Auswahl an Desserts und Getränken, die sicherlich eure individuellen Vorlieben treffen werden. Und an diesem speziellen Tag haben wir spezielle Preise für jedes unserer Gerichte. Yay! Hier ist die Speisekarte. Nehmt euch ruhig Zeit, euch zu entscheiden. Wenn ihr mich braucht, läutet einfach mit der Glocke und ich komme. Ich will die Glocke auch haben. Dankeschön. Der Kellner namens Taku verbeugt sich ein weiteres Mal und entfernt sich von unserem Tisch. Rin und ich schauen uns im kleinen, aber warmen und gemütlichen Café um. Außer uns sind hier keine anderen Gäste. Scheint sehr interessant zu sein, oder? Die Atmosphäre, die Musik, sogar der Kellner. Lass uns mal schauen, was die hier so an Speisen und Getränken haben. Was ist das denn? Die klingen lächerlich. Was sind das für unsinnige und seltsame Namen? Johns unzerbrechliche Verbindung, das Herz der bittersüßen Colette, Yokaris unerwiderte Liebe. Die klingen kitschig und ein bisschen erbärmlich. Wieso verwenden die Namen von Leuten? Oh, da gibt's auch ein paar Beschreibungen. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber das ist mega lahm. Rin, findest du nicht, die Speisekarte ist lächerlich? Ja schon, aber er lobt sie dieses Café und jetzt auf einmal... Erst lobt sie dieses Café und jetzt auf einmal spricht sie schlecht davon. Manchmal verstehe ich dieses Mädchen einfach nicht. Habt ihr euch schon entschieden? Oh ja, wir nehmen den waffeligen Dreier. ihr habt interessante Namen für die Gerichte. Die basieren auf den Erfahrungen unserer Gäste. Oh mein Gott, das ist gruselig. Bitte was? Also, was darf es sein? Oh mein Gott, was wäre es dann bei mir? Was hätte ich denn für ein Gericht? Alle guten Dinge sind fünf. Ich sehe, wie er einen Notizblock hervorholt. Dazu einen Kugelschreiber, wie man ihn aus alten Filmen kennt. Es ist echt interessant zu sehen, dass jemand heutzutage tatsächlich noch klassische Schreibwaren nutzt. Ich nehme eine Portion von Violas großem Schwarm und eine Tasse von Amys Tränen. Was für ein seltsamer Name. Oh, und ein Stück von Dianas Lebenserinnerung. Das hört sich irgendwie eklig an. Sehr gerne. Und du? Da fällt mir was ein. Ich habe dir vor ein paar Tagen die Broschüre gegeben. Da ich dir vor ein paar Tagen die Broschüre gegeben hatte, darfst du gerne unser Spezialmenü ausprobieren. Darf ich dir das empfehlen? Der Tropfen unvergessener Erinnerungen. Es ist aber nur ein normaler Filterkaffee, oder? Wie schon gesagt, hier wirst du ein wenig Magie erleben. Magie? Ja, wenn du dieses Getränk bestellst, hast du die Möglichkeit, dein Schicksal zu verändern. Boah, echt jetzt? Das klingt ja romantisch. Vielleicht solltest du es versuchen, Mina. Das klingt interessant. Lieber nicht. Ich denke, ich nehme was anderes. Stellas nachtragende Gefühle vielleicht? Und das gleiche Getränk wie sie? Aber heißt es, wenn wir nachtragende Gefühle haben und das jetzt essen, dass wir genau das empfinden? Irgendwie hört sich das so an, als würden wir jetzt irgendwas bestellen und genau diese Empfindungen oder Dinge passieren dann auch uns. Oha, cool, heirate ihn. Kann ich den Jungen da haben? Also wir haben schon Angebote im Chat. Wer bietet mehr? Wie du wünschst. Und während ihr wartet, könnt ihr gern diese Glückskekse probieren. Die gehen aufs Haus. Oh, sehr nett, danke. Er stellt eine mit Glückskeksen gefüllte Dose auf den Tisch, bevor er geht, um die Bestellung zu bearbeiten. Nimm mich, steht groß auf der Dose. Rin nimmt sich eines und sieht dabei glücklich wie immer aus. Mina, du solltest auch eins nehmen, es ist kostenlos. Oh ja, eigentlich ist das ja nicht mein Ding, aber ein Versuch ist es wert. Da wird schließlich nichts Schlimmes passieren. Ich nehme einen Glückskeks aus der Dose und breche es in zwei. Wie bei jedem anderen Glückskeks ist ein Stück Papier drin.
Mein Sack, großer Reichtum wartet auf dich. Was für ein Glück. Was steht denn bei dir, Mina? Mina? Ach, eigentlich nichts Wichtiges, nur ein generischer Glückssatz. Wirklich? Ich nicke mit dem Kopf. Ja, absolut. Mann, die soll sagen, was da draufsteht. Thank you for waiting. Danke für die Geduld. Hier ist eure Bestellung. Wow, kann's kaum abwarten, mir das reinzuziehen. Boah, das sieht echt gut aus. Wow, sieht das gut aus. Vor allem so ein Kombi mit ihm. Solltet ihr noch irgendwas brauchen, läutet einfach jederzeit mit der Glocke. Und ich hoffe, dass die Kekse euch ein gutes Schicksal voraussagen. Er sagt das, während er mich anschaut. Nachdem er sich verbeugt hat, lässt er uns mit Süßspeisen und warmen Getränken zurück. Okay, bedeutet also jetzt, dass am Anfang definitiv jemand anderes uns gestoßen hat. Das war nicht er, glaube ich. Oder vielleicht war es er. Und deswegen hatten wir dann im Prinzip jetzt dieses Glück, ihn zu treffen. Seine Nummer steht drauf. Ich bin pappsatt. Meine Kraft der Fröhlichkeit und Lust nach Süßen sind komplett aufgetankt. Edda ist wirklich interessant, nicht wahr? Mina, alles okay? Du wirkst heute so weggetreten. Du weißt, dass du mir alles sagen kannst. Wir sind Freunde. Vielleicht hilft es dir, dich besser zu fühlen. Nein, es ist... Ist zwischen dir und dem Kellner etwas passiert? Es scheint, als hättet ihr euch schon mal getroffen. Ich schüttel den Kopf. Ich stecke meine Hände in die Tasche und balle sie zu Fäusten. Oh nein, überhaupt nicht. Es ist nur... Ich kann nicht glauben, dass es so eine Art Café überhaupt gibt. Ja, wir sind Glückspilze, hä? Vielleicht sollten wir nochmal herkommen. Ja, klar. Rin umarmt... Ich glaube, dass es das Café gar nicht mehr dann gibt. Rin umarmt mich unerwartet. Und zwar so fest, dass es beinahe schmerzt. Sie aber gleichzeitig warm und beruhigend anfühlt. Weiß sie etwa, wie ich mich fühle? Weiß sie von dieser einen Sache, die ich schon den ganzen Tag für mich behalte? Ich ziehe eine meiner Hände aus der Tasche und drücke Rin ebenfalls für ein paar Sekunden, bevor ich wieder loslasse. Naja, wir sollten besser zurück. Danke, dass du heute mit mir abgehangen hast. Sei vorsichtig, auf deinen Rückweg, Mina. Und Mina, bitte sei glücklich, du verdienst eine bessere Zukunft. Es ist nicht nötig, ständig zu bereuen und darüber nachzudenken, was passiert ist. Dein Wohlbefinden ist auch wichtig. Danke, ich versuch's. Mein Bus ist da, ich bin dann mal weg, bis morgen. Ich winke Rin hinterher und schon bald darauf fährt der Bus weg. Also irgendwas ist passiert, was wir noch nicht wissen. Mein Wohlbefinden, hm? Ich stecke meine Hand in die Tasche und krame ein Stück Papier hervor. Es ist der Zettel aus dem Glückskeks von Edda. Die Chance, Verlorenes wieder zu erlangen, ist in greifbarer Nähe. Reden wir jetzt von dem Armband oder an die Person, an die das Armband ging? Ist das wahr? Das ganze Gerede von magischen Filterkaffee und Glückskeksen? Es fühlt sich alles nur wie eine dumme Marketingstrategie an. Und Kaffeebesucher mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Ach, das war das, was wir vorhin gelesen haben. Aber auf dem ganzen Heimweg kriege ich einfach nicht diesen Satz aus dem Glückskeks aus meinem Kopf. Obwohl ich weiß, dass es unmöglich ist, der Gedanke daran, zurück in die Vergangenheit gehen zu können und das zu tun, was ich immer wollte, gefällt mir sehr, aber... Edda, soll ich es doch versuchen? Also irgendwas ist in der Vergangenheit passiert. Hast du jemals etwas bereut? An dem Tag, der eigentlich der süßeste und schönste Tag für jedes Mädchen sein sollte, hatte ich Herzschmerz und Reue. Ich wünsche mir mich dorthin zurück, zur Kälte, am Winterende und dem Lachen, das mein Herz sich zusammenziehen lässt. Wenn Gott mein Gebet erhören würde, ich möchte die Zeit zurückdrehen, nach deiner Hand greifen. Auch wenn ich noch immer meine eigenen Gefühle anzweifle. Oh, worum geht's denn? Das war echt ein langer Tag. Mit einem langen Seufzen lege ich mich in mein Bett. 2 Jahre sind seit diesem Unfall vergangen. Oh nein, ist jemand gestorben. Verdiene ich es wirklich, glücklich zu sein, wie Rin es sagt? Aber weiß sie denn überhaupt, dass ich diejenige bin, die ihn tötete? Oh nein, es wird ja richtig sad. Wenn ich an diesem Tag nur nicht diese Dinge zu ihm gesagt hätte, vielleicht wäre es jetzt anders. Ich krame in meiner Manteltasche rum und ziehe den Zettel aus dem Glückskeks heraus. Die Chance, Verlorenes wieder zu erlangen, ist in greifbarer Nähe. Ist das wahr? Habe ich wirklich eine Chance nach dem, was ich damals gemacht habe? Ich stehe vor dem Bett, werfe einen Blick darunter und ziehe eine Blechbox heraus, die ich dort versteckt hatte. Niemand außer mir weiß von ihr. Wir hatten es uns einmal versprochen, sie zusammen zu vergraben. Eine Zeitkapsel, die voller Erinnerungen an uns ist. Aber natürlich kam es nie zu dieser Möglichkeit.
Der Deckel ist mit einer dünnen Staubschicht bedeckt. Es ist schon lange her, dass ich diese Box das letzte Mal in der Hand hatte. Ich öffne den Deckel und schaue hinein. Kinoticketabrisse, Süßigkeiten und Schokoladenpapier, kleine Nussknacker, Schleifen, das bringt echt einige Erinnerungen zurück. Ein Freundschaftsarmband, eine kleine Musikbox, Postkarten und ein Fotoalbum mit Polaroids. Haha, wieso habe ich all diese Dinge aufgehoben? Mit einer Hand auf meinen Mund fangen Tränen an, mir aus den Augen zu treten. Wieso weine ich? Wieso? Ich schluchze leise. Selbst nach 2 Jahren sind diese Erinnerungen an ihn in meinem Kopf so lebhaft. Ich nehme die Postkarte mit dem aktuellsten Datum in die Hand. Die letzte mir zugesandte Postkarte. Es ist eine Postkarte mit Blauregenblumen und Häschenpuppen drauf. Als ich sie umdrehe, beiße ich mir auf die Unterlippe. Seine Handschrift ist noch genauso, wie ich sie in Erinnerung habe. Mina, bitte sei glücklich und wir werden immer zusammenbleiben. Es war, als hätte er gewusst, dass er bald drauf die Welt verlassen und mich alleine mit den Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit zurückgelassen würde oder hätte. Verdiene ich es, glücklich zu sein? Vergibst du mir nach allem, was dir zugestoßen ist? Bitte antworte mir, Alex. Ist ja super sad geworden auf einmal. Hilfe! Und so entschied ich mich doch dazu, herzukommen. Ich schaue mich um und sehe eine Menge Leute auf der Hauptstraße. Doch keiner davon scheint diesem Café in der Nebenstraße Beachtung zu schenken. Dieser Ort, real, oder? Ich schaue durch das Türfenster. Drinnen ist es noch dunkel. Haben sie schon geöffnet oder bin ich zu früh? In meinem Herzen macht sich Zweifel bereit. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen, hierher zu kommen? Es gibt sowas wie magischen Kaffee, der das Schicksal verändern kann. Es ist nur eine Marketingstrategie. Ich meine, es ist doch nur Kaffee, oder? Wenn ich schon hier bin, wäre es doch keine Verschwendung, wieder zu gehen, ohne etwas bestellt zu haben. Ich werde nur einen kleinen Kaffee trinken und dann schnell gehen. Wow! Oh, guten Morgen. Good morning, Mina. It's already past noon. Stupid. Er redet auf einmal Englisch. Guten Morgen, Mina. Entschuldige, ich habe dich nicht hinter der Tür stehen sehen. Willkommen im Edda. Ein Tisch für eine, nehme ich an? Ja. Ich schaue mich um und es ist wie gestern. Es scheint, als sei ich der einzige Gast hier. Die übliche klassische altmodische Musik läuft und gibt dem Café eine Atmosphäre. Ein holziger Geruch vermischt mit Kaffeebohnenduft wabert durch die Luft. Es ist genau wie letztes Mal und trotzdem, vielleicht liegt es daran, dass ich heute alleine hier bin, aber die Atmosphäre des leeren Cafés fühlt sich etwas anders an. Mein Griff legt sich fester um die Speisekarte, als ich merke, dass meine Entschlossenheit weicht. Vielleicht hätte ich Rin mitbringen sollen. Nun, bist du bereit zu bestellen? Ich zeige mit dem Finger auf ein bestimmtes Getränk auf der Karte. Ah, der Tropfen unvergesslicher Erinnerungen. Ja, wie du wünschst. Darf es sonst etwas sein? Nein, nur das bitte. Alles klar, dann warte bitte kurz. Ich werfe heimlich einen Blick auf ihn, als er davonläuft. Ich hole den Armreif mit dem Glasanhänger aus meiner Handtasche und halte ihn fest in meiner Hand. Ich tue doch das Richtige, oder? Wenig später kommt der Kellner mit einem Kaffeefilter, einem Teekessel und einer Tasse zurück. Thank you for waiting. Here is your order. Danke für die Geduld, hier ist deine Bestellung. Ich schaue den Filter an und schlucke schwer. Er meinte, es könne mir dabei helfen, etwas Verlorenes wiederzuerlangen, aber wie? Es sieht alles so normal aus. Da wird ja wohl nichts Komisches im Café sein, oder? Bist du nervös? Es ist so offensichtlich. Das Ding ist dieser magische Filter. Ups, erinnert mich an ein Ammenmärchen, das mir meine Freundin Rin erzählte. Wirklich? Kannst du es mir denn auch erzählen? Ich glaube, es war etwa so. Hast du jemals von der Legende über das Café gehört, das die Zeit zurückdrehen kann? Mit einem magischen Stuhl, der dich in eine andere Welt schicken kann. Und mit magischen Süßigkeiten, die dein Schicksal verändern können. Wenn es einen Moment in deiner Vergangenheit gibt, zu dem du schon immer zurück wolltest, solltest du das mal ausprobieren. Ich verstehe. Also wurde es zu einer urbanen Legende. Ich glaube nicht an solche Dinge, aber gestern konnte ich dieses Café nicht finden, bis ich dieses komische Glockenläuten gehört habe, als ob es mich hergeleitet hätte. Könnte das hier der Café aus der Legende sein, der angeblich die Zeit zurückdrehen kann? Was ist denn das für ein Ort hier eigentlich? Das liegt ganz an dir. Hä?
Für viele ist dieser Ort ein gemütlicher Platz, wo man mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen die Zeit vertreiben kann. Wie deine Freundin gestern. Für ganz bestimmte Leute jedoch, für diejenigen, die mit einem geplagten Herzen wie du gerade an diesen Ort hier einen Weg rausfinden können. Ich schaue ihn ein paar Sekunden an, während er den Kaffeefilter auf den Tisch aufbaut. Woher weißt du, dass mich etwas plagt? Wer bist du wirklich? Mein Name ist Taku, ich bin ein Kellner in diesem Café. Du weißt, dass ich das nicht so meine. Haha, aber es stimmt, ich bin hier Teilzeit beschäftigt. Nur ein normaler Student, der Geld braucht. Und Edda hilft mir dabei. Es ist Edda. Es ist Edda, das weiß, dass es Schmerz tief in dir gibt. Es ist manchmal nicht richtig übersetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob da der oder die, der weiß, dass es Schmerz tief in dir gibt. Edda war es, der dich hierher geführt hat. Aber er sagt halt das. Wahrscheinlich, es ist Edda, das weiß, dass es Schmerzen tief in dir gibt. Edda war es, das dich hierher geführt hat. Wahrscheinlich dann das Café oder das Wesen. Möglicherweise fühlt es, dass es eine große Zukunft vor dir liegt, wenn du es nur schaffen könntest, die Fesseln abzulegen, die dich festhalten. Deshalb will Edda dir helfen. Edda? Werde, was ist das? Taku spricht davon, als wäre es irgendein höheres Wesen, das in unseren Herzen schauen kann. Das heißt, du hast mich damals angesprochen, weil Edda dir das gesagt hat? Naja, in der Situation habe ich einfach gesehen, dass etwas nicht stimmte. Wie sich herausstellte, dachte Edda wohl dasselbe. Es scheint, als hätte dich dein Schicksal hierher geführt. Wie dem auch sei, ich bin bereit, deinen Kaffee zuzubereiten. Hör mir jetzt bitte genau zu. Ich heiße Mina. Mina, bevor ich deinen Kaffee zubereite, lass mich dir kurz was zum Tropfen unvergesslicher Erinnerung erklären. Sobald der erste Tropfen aus dem Kaffeefilter in deine Tasse landet, beginnt deine Reise zu dem Moment, den du besuchen möchtest. Alles, was du dort sehen wirst, jede Person, die du triffst, wird genauso sein wie in deiner Erinnerung. Mein Herz hüpft vor Freude, als ich das höre. Kann ich ihn nochmal sehen? Kann ich mit ihm reden oder interagieren? Ja, kannst du, aber... Deine Zeit läuft ab, sobald der letzte Tropfen Kaffee in deiner Tasse gelandet ist. Wenn es soweit ist, musst du zurückkommen. Auch wenn die Welt, die du siehst, zu schön ist oder die Person, die du triffst, dich sehr glücklich macht, du musst unbedingt zurückkommen. Die Ernsthaftigkeit in Takus Stimme lässt mich nur schwer schlucken, meine aufkommende Nervosität zurückzuhalten. Und was passiert, wenn ich nicht zurückkomme? Your existence here will be erased. Your family, your friend, no one will remember you. As if you've never been here in the first place. Ich liebe solche Spiele, schaue mir aber immer nur in Videos an, weil es für mich zu viel zum Lesen ist. Ey, ich finde so Spiele auch richtig, richtig geil. Ich bin gerade richtig gepackt und ich will es eigentlich gar nicht machen, weil ich es schon so sad finde. Also, Taku sagt, wenn ich nicht zurückkomme, dann wird deine Existenz in dieser Welt ausradiert. Weder deine Familie, deine Freundin, sonst noch irgendwer wird sich an dich erinnern können, als hättest du niemals existiert. Ich starre ihn eindringlich an, immer noch etwas ungläubig, was seine Worte angeht. Als ich aber sein ernstes Gesicht sehe, unterlasse ich einen Kommentar. Ich verstehe. Edda hat dich hierher geleitet und dir den Weg zur Befreiung deines Herzens zu öffnen. Allerdings kennst du nur die Antwort, wo sich dein Herz befindet. Also dann, bist du bereit? Selbst nach dieser Erklärung verstehe ich immer noch nicht richtig, wie Edda etwas von meiner Trauer im Herzen wissen konnte. Von meiner Reue, die schon seit 2 Jahren in mir widerhallen. Mein Verstand schreit, dass es nichts Rationales gibt an diesem magischen Café, aber kann ich nur dieses eine Mal doch eine irrationale Dinge glauben? Ich denke mir, sie wird halt wahrscheinlich versuchen wollen, alles zu verhindern, oder? Wenn das meine Chance ist, zu dieser Zeit zurückzukehren, um ihn nochmal zu sehen, dann will ich daran glauben. Ich werfe einen flüchtigen Blick auf den kaputten Armreif voller Erinnerungen, bevor ich mich endlich aufrichte und nicke. Was auch immer passiert, passiert. Ich bin bereit. Ich mag deine Entschlossenheit. Oh, der Kaffee wird eingeschenkt. Als er das heiße Wasser aus der Kanne in den Kaffeefilter zu gießen beginnt, kann ich einen Hauch von dünnem Dampf fliegen und für einen kurzen Moment in der Luft tanzeln sehen, bevor er verschwindet. Der erdige Geruch von frischem, gebrühtem Kaffee kitzelt meine Nase und füllt meine Lunge mit Wärme und Geborgenheit. Und als ich das Geräusch vom ersten Tropfen Kaffee, der in die saubere weiße Tasse fällt, höre, kann ich fühlen, wie mein Bewusstsein langsam entgleitet. Selbst wenn ich eine zweite Chance bekäme, würde ich dieses Mal dazu in der Lage sein, vernünftig mit ihm zu sprechen? Wie würde ich ihm gegenübertreten können? Würde es mein Herz retten können, wie Taku es sagt? Was, wenn ich einfach wieder denselben Fehler wiederhole?
Denn auch wenn ich ihm gegenübertreten und mit ihm reden können sollte, wird es nicht den Fakt ändern, dass er nicht mehr da ist. Er wird nicht zurückkehren, egal wie oft ich bete. Oh, das ist so sad. Es ist so hell. Ich kann die Jazzmusik nicht länger hören. Auch das Aroma von frisch gebrühtem Kaffee ist weg. Stattdessen weht mir der vertraute Geruch von Papier und Tinte entgegen und kitzelt in der Nase. Außerdem höre ich leise Stimmen, als würden sie absichtlich flüstern. Sie wirken wie das beständige Tippen auf einer Tastatur. Wo bin ich? Nervös versuche ich, meinen Atem zu kontrollieren. Das gleißende Licht wird allmählich dunkler und ich kann etwas von mir sehen. Dennoch ist es noch ein wenig verschwommen. Ach, wir arbeiten immer noch in der Bibliothek. Das ist so sad! Ich blinzle einige Male, bis ich das Geschehen vor mir klar und deutlich sehen kann. Ungläubig klappt mein Kinn herunter. Wie ist das möglich? Die Uni-Bibliothek, ich war doch im Edda, wie bin ich hierher gekommen? Hat der Kaffeefilter tatsächlich gewirkt? Aber wieso dieser Ort? Ich springe erschrocken auf, als ich den Klingelton meines Smartphones höre. Schnell greife ich in meine Tasche und schaue auf das Display und nehme den Anruf an. Rin? Hallo? Mina! Autsch, mein Ohr, sie ist sehr laut. Typisch Rin, immer grüßt sie Menschen, die ihr nahestehen, so laut. Aber Rins heitere Stimme zu hören, lässt mein Herz wieder leichter werden. Sie ist ein aufmerksames Mädchen, das mir immer hilft, bevor ich überhaupt nach ihrer Hilfe frage. Ich bin froh, dass wir Freunde sind. Und in dieser Situation, in der ich mich gerade befinde, ist es schön, ihre Stimme zu hören, um mein verängstigtes Herz zu beruhigen. Was gibt's, Rin? Wie kommst du mit der Armreifbastlei voran? Bist du schon fertig? Soll ich mich zu deiner Wohnung aufmachen? Armreifbastlei? Wieso klingst du so verwirrt? Du bist doch diejenige, die gestern meinte, sie würde den ganzen Tag zu Hause bleiben, um diesen Armreif anzufertigen. Wovon redest du? Welcher Armreif? Der Armreif für Alex? Wir sind vor ein paar Tagen zum Bastelladen gegangen, Material zu kaufen. Erinnerst du dich nicht? Mina, alles okay? Hast du einen Streit mit Alex? Armreif für Alex? Meint sie etwa diesen Armreif? Aber es ist doch 2 Jahre her, dass ich ihn gemacht habe und sie weiß das. Wieso hat sie das so gesagt, als wäre ich noch dabei, ihn zu basteln? Oh, Moment mal! Taku hatte das erwähnt. Könnte es sein... Rin, welchen Tag haben wir? Es ist Freitag, Mina? Was ist welches Datum? Es ist der 12. Februar 2023. Ernsthaft, Mina? Was ist los? Rin klingt wirklich besorgt und verwirrt, aber nachdem ich ihre Antwort gehört habe, bekomme ich kein Wort mehr raus. 12. Februar 2023. Ich bin 2 Jahre zurückgereist. Ich checke das Datum auf meinem Smartphone, um sicherzugehen, nicht zu halluzinieren. Sie hat recht. Mein Smartphone zeigt den 12. Februar 2023. Unbewusst setzen sich meine Füße ziellos in Bewegung, während meine Augen immer noch auf das Display starren. Mein Kopf versucht immer noch zu verarbeiten, was passiert ist. Also heißt das, dass ich wirklich in die Vergangenheit gereist bin und nun machen kann, was ich will? Aber was soll ich jetzt tun? Taku, zu sehr in Gedanken versunken, renne ich versehentlich in jemand hinein. Ah! Autsch, das tut weh. Bestimmt Alex, oder? Oh, entschuldige, bist du okay? Die Stimme. Mein Herz flammt auf vor Freude und Begeisterung und lässt nur wenig Platz für Unsicherheit, als ich zu der Person aufsehe, die vor mir steht. Mein Mund steht weit offen. Es ist er. Alex. Ohne nachzudenken entflieht sein Name meinen Lippen. Er schaut mich mit verwirrter Miene an. Hä, Mina? Warum bist du hier? Er ist wirklich der Alex, an den ich mich erinnere. Seine Stimme, sein etwas zerzaustes Haar, seine freundlichen grünen Augen. Oh, Mina, was ist passiert? Mina, antworte mir. Gerade als ich bemerke, dass ich ihn die ganze Zeit unbewusst angestarrt habe, höre ich Rins panische Stimme aus dem Smartphone, das noch mit ihr verbunden ist. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich noch nicht aufgelegt habe. Rin, ich muss etwas machen. Also, ich muss jetzt auflegen. Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Ich rufe dich später zurück. Tschüss! Ich lege auf und packe mein Smartphone schnell in meine Tasche. Alex sieht verwirrt aus. Alex ist ein Süßer, ne? Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Solltest du nicht in deiner Wohnung sein? Jetzt erinnere ich mich. Heute hatte ich Alex gesagt, dass ich den ganzen Tag in meiner Wohnung sein würde. Rin sagte ich das Gleiche. Ich wollte ein Überraschungsgeschenk für Alex machen zu Valentinstag. Heute war der Tag, an dem ich den Armreif bastelte. Und wir hielten es vor ihm geheim. Ah, ich muss draußen etwas erledigen. Er starrt mich an. Sein durchdringender Blick macht mir Angst. Erkennt er etwa, dass ich lüge? Jetzt schon? Verstehe. Er streckt seine Hand nach mir aus. Sorry, dass ich dich gestoßen habe. Kannst du aufstehen? Ja.
Erst jetzt bemerke ich, dass ich immer noch auf dem Boden sitze. Ich nehme seine warme Hand und lasse mich mir auf die Füße helfen. Ich hätte dir erst aufhelfen sollen, mein Fehler. Ich hatte nur nicht erwartet, dich heute hier zu sehen. Alles okay, Mina? Ich nicke. Es ist eine ganze Weile her, dass ich seine Berührung gespürt habe. Sanft klopft er meinen Mantel, um ihn vom Staub und Schmutz zu befreien, der dort sein könnte. Ich lächle ein bisschen. Das ist etwas, das er für gewöhnlich macht. Er ist immer so fürsorglich. Bist du wirklich okay? Mir wird klar, dass ich ihn schon eine Weile anstarre, ohne etwas zu sagen. Er könnte anfangen zu denken, etwas stimme nicht. Alles okay. Puh. Alles gut, ich werde nicht weiter nachfragen. Aber bitte sag es mir, wenn was los ist. Werde ich. Und dann ist das Geräusch einfach vorbei. Wir stehen nur da, starren uns gegenseitig an. Das ist seltsam. Alles, woran ich mich erinnere, ist, dass er, nachdem ich ihm erzählt habe, ich würde heute nicht zur Uni kommen, am Abend zu mir kam, um nach mir zu sehen. Und jetzt bin ich ihm hier begegnet, wirke verdächtig und habe keine gute Erklärung, warum ich nicht da bin, wo ich sein sollte. Wenn ich tatsächlich in der Zeit zurückgereist bin, dann ist der Kaffee in diesem Moment immer noch am Durchlaufen, oder? Soll ich einfach warten, bis meine Zeit abgelaufen ist? Nein, das wäre blöd. Ich habe endlich die Chance, alles richtig zu stellen. Ich kann doch nicht einfach nichts tun. Aber warum kann ich einfach nichts sagen? Warte, was ist mit meinem Ich von vor 2 Jahren? Gibt es die Möglichkeit, dass hier 2 Ichs in dieser Zeitleine sind? Das ist eine gute Frage, ne? Ob hier 2 Ichs sind? Aber Taku hat nichts in die Richtung erwähnt, also kein Grund zur Sorge, oder? Wenn ich darüber nachdenke, hat Taku mir nicht genau gesagt, was ich tun soll. Er meinte nur, dass es mein Herz retten könnte, hier zu sein. Aber wie denn genau? Und wo ist er jetzt? Sollte er mich nicht führen oder sowas in der Art? Ja, ich wünschte, ich hätte das Game. Aber das, die Sache ist, dass, das erinnert mich ein bisschen an die Mitternachtsbibliothek. Oh, das hört sich interessant an, das Game. Ist das ein Spiel? Oder ein Buch? Was ich mich halt frage, sie hat doch gesagt, sie hat sich doch irgendwie mit ihm gestritten und böse Worte von sich gegeben. Das heißt, es gab ja irgendwie einen Streit. Und den Streit würde ich halt verhindern. Ich vertraue Alex irgendwie nicht. Sind die zwei schon zusammen? Ich frage mich auch, weil für mich wirkt es, als wären wir gar nicht zusammen, oder? Was soll ich nur tun? So herumstehen und uns anstarren, wirken wir wie ein seltsames Paar. Es sind zusammen. Ich kann sehen, dass sein Gesicht ein wenig besorgt aussieht und verwirrt. Mina? Alex unterbricht die bedrückende Stille zuerst. Trotzdem kann ich sehen, dass er noch immer verwirrt ist. Ja? Wie schon gesagt, habe ich nicht erwartet, dich heute hier zu sehen. Aber wenn du schon hier bist, magst du mir Gesellschaft leisten? Was? Während wir laufen, starre ich die ganze Zeit auf seinen Rücken. Diese Aussicht fühlt sich sehr nostalgisch an. Plötzlich bleibt Alex stehen und dreht sich um. Ich sehe einen besorgten Ausdruck auf seinem Gesicht. Mina? Ja? Warum läufst du hinter mir? Du wirkst oft abwesend. Bist du wirklich okay? Ich mache mir Sorgen. Er nähert sich mir und legt seine Handfläche auf meine Stirn. Bist du erkältet? Scheinst aber keinen Fieber zu haben. Möchtest du denn gar nicht mit mir kommen? Sollen wir stattdessen zu deiner Wohnung zurück? Ich blinzle ein paar Mal. Er hat mir eine Menge Fragen gestellt und ich weiß nicht, welche ich zuerst beantworten soll. Oh nein, mir geht's super, ehrlich. Und, ich wollte mich sogar mit dir treffen und reden. Oh, wirklich, aber du... Es ist schon eine Weile her, dass wir auf einem Date wie jetzt waren, stimmt's? Nun, unser letztes Gespräch war gestern Abend, aber ja. Es ist wirklich länger her, dass wir gemeinsam unterwegs waren wie jetzt. Mit all den Papieren und Prüfungen ist es zurzeit schwer, Zeit zu finden. Also hast du irgendwelche Pläne? Vielleicht einen bestimmten Ort, den du besuchen möchtest? Er war doch derjenige, der mich eingeladen hat. Wieso fragt er mich das? Nicht wirklich. Ich dachte, du wärst derjenige, der irgendwo hingehen musste. Er sieht aus, als wollte er gerade etwas sagen, aber dann bleibt er doch still. Er scheint nachzudenken. Oh, stell dir vor, dann macht das Schluss mit mir. Genau wie der alte Alex, so ist er immer, wenn er etwas auf dem Herzen hat. Aber irgendwie fühlt es sich dieses Mal anders an. Als gäbe es etwas, das so sehr an ihm nagt, dass er zögert, es mir zu sagen. Alex, oh, jetzt bin ich derjenige, der abwesend ist. Sorry. Wie wär's, wenn wir dorthin gehen? Ich sehe ihn auf den Blumenladen zeigen. Der zu dem wir üblicherweise gehen, um Blumen für Freunde oder Familie zu kaufen. Und natürlich kauft ihr hier auch Blumen für mich. Klar. No. Wir erreichen den Blumenladen. Der wohlriechende Duft und die lebendigen Farben der Blumen sind faszinierend. Der Florist hat einen ganz eigenen Trick, seine Blumen selbst mitten im Winter frisch und schön zu halten. Er kümmert sich wirklich sehr um seine Blumen. Was ich mich gefragt hätte an ihrer Stelle.
Woher weiß ich, wann der letzte Tropfen Kaffee in der Tasse gelandet ist und wie komme ich zurück? Er sieht aus wie Maxi, sagt ihr, voll. Ich fühle, wie sich meine Lippen zu einem Lächeln formen. Auf diesen Ort kann ich immer zählen, wenn es darum geht, meine Laune schlagartig zu heben. Ich war hier eigentlich Stammkundin, doch seit Alex verstorben ist, das ist das erste Mal seit 2 Jahren, dass ich diesen Laden besuche. An diesem Ort gibt es zu viel Erinnerungen und jetzt bin ich mit ihm hierher gekommen. Es fühlt sich etwas seltsam an. Diese Blume. Ich laufe durch den Laden und schaue die ausgestellten Blumen an. Berühre sie und rieche an ihr. Sie ist schön, das ist deine Lieblingsblume, nicht wahr? Ja, es ist schwierig, im Winter Gänseblümchen zu finden, aber dieser Laden hat sie. Diese hier ist sogar in einem guten Zustand. Es freut mich, dass ich heute diese Blume sehen konnte. Weißt du, ich dachte mir, dass dich irgendetwas belastet. Ich hätte gehofft, dass es deine Laune hebt, dich hier irgendwo hin und wenn ich dich hier ausführe. Du wirkst immer so glücklich, wenn wir diesen Ort besuchen. Wieso denkst du, dass mich etwas belastet? Dein Gesicht, Mina. Es zeigt deutlich, dass dir etwas zu schaffen macht. Weißt du, dass du immer dieses Gesicht machst? Genau. Weißt du, dass du immer dieses Gesicht machst, wenn du besorgt bist? Was für ein Gesicht? Du kreuzest deine Augenbrauen um die Worte, ich bin besorgt, erscheinen auf deiner Stirn. Ich kichere. Er weiß immer, wie man mich aufmuntert. Ich zwicke seine Hand. Nun, möchtest du darüber reden? Ja, das ist meine Chance. Ich atme tief durch und kontrolliere meine Atmung. Was will ich ihm sagen? Hey, du stirbst heute. Aber ich bin aus der Zukunft und es dauert viel zu lange, alles zu erklären. Wird schon schief gehen. Eigentlich wollte ich dich um deine Meinung fragen. Was würdest du tun, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, dich aber nicht dafür entschuldigen konntest? Oder jemand war sauer auf dich, aber du konntest diese Person nicht mehr treffen, um dich zu entschuldigen. Was würdest du tun? Hattest du einen Streit mit Rinnen? Nein, es geht um eine Bekannte von mir. Ich war nur neugierig. Also ich hätte keine Chance mehr, mich zu entschuldigen oder diese Person zu treffen? Genau. Nun, dann würde ich zuerst einmal mir selbst vergeben. Denn was für einen Sinn hätte es, sich schuldig zu fühlen, wenn man nichts mehr daran ändern kann? Wenn du einen Fehler machst, sollst du dich entschuldigen. Aber wenn es niemanden gibt, den man um Vergebung bitten kann, bringt es doch nichts, sich selbst mit Schuld und Bedauern zu strafen. Manche Leute denken zwar, das sei der einzige Weg zu büßen, aber ich denke, wenn du wirklich deine Fehler wieder gut machen möchtest, solltest du stattdessen danach streben, eine bessere Person zu werden. Natürlich ist das leichter gesagt als getan. Der Weg zur Erholung ist ein langer Kampf. Um dorthin zu gelangen, musst du erstmal mutig sein, den ersten Schritt zu machen. Und den machst du, indem du dir selbst vergibst. Ich verstehe. Klingt meine Antwort seltsam für dich? Nein, es ist nur, diese Bekannte von mir hatte einen Streit mit ihrem Partner, weil er so plötzlich weit weggezogen ist. Ah, ein Zank unter Liebenden. Und dann? Sie hat ihn nie wieder gesehen, weil er kurz nach dem Umzug gestorben ist. Und als sie gestritten haben, hatte sie geschrien, sie wünschte sich, dass er für immer von dieser Welt verschwindet. Oh, shit. Boah, sowas würde ich nie sagen. Niemals im Streit. Never. Ich bin auch jemand, also mit meinen Ängsten, ich habe das gar nicht mehr, dass ich mich mit jemand so gestritten habe, dass ich mit den Leuten mich nicht aussprechen würde. Direkt. Also mir ist so, wenn du dich mit mir streitest, verlässt du den Raum nicht, bis wir uns wieder vertragen haben. Klingt blöd, hä? Alex schüttelt seinen Kopf. Aber ich glaube, dass es immer passieren kann, dass man halt sich mit seinen Liebsten streitet und dann am nächsten Tag sich erst verträgt. Und solche Games erinnern uns immer wieder daran. Verbringt viel Zeit mit euren Liebsten, seid immer lieb. Macht ihnen Geschenkchen, bastelt für sie was, schenkt ihnen ein schönes Foto von euch zusammen. Ja, so Spiele müssen sein, auch wenn sie wehtun. Überhaupt nicht. Tut mir leid zu hören, was mit deiner Bekannten passiert ist. Ich meine, jeder kann sich die Mühe machen. Aber wenn etwas einfach nicht sein soll, wird es auch nichts. Ich bin sicher, sie ist voller Trauer und Bedauern. Ich hoffe nur, sie wird sich bald selbst vergeben, damit sie die Zeit mit ihm gut in Erinnerung behalten und weitergehen kann. Auch wenn sie das denkt, aber was ihm passiert ist, ist nicht ihre Schuld. Was ist mit ihrem Partner? Was würdest du denken, wenn du an seiner Stelle wärst? Nun, ich bin sicher, er hat sein Bestes getan, es ihr zu sagen. Ich bin sicher, er hat diese Entscheidung getroffen, weil er sie wirklich liebt. Wie bist du dir da so sicher? Er zuckt mit den Schultern. Weiß nicht, aber ich bin sicher, er wird seiner Freundin gesagt haben, wie sehr er sie liebt und dass er sich für diesen Umzug entschieden hat. Es wird nicht einfach gewesen sein, ihr davon zu erzählen oder von ihr getrennt zu sein. Das wird ebenfalls keine leichte Entscheidung gewesen sein. Dafür musst du all deinen Mut zusammennehmen, um das zu schaffen. Ich beneide ihn. Was meinst du? Ach, es ist nicht wichtig.
Lass mich raten. Einer von ihnen hat dazu geraten, sich zu trennen, oder? So ähnlich. Ach, die wollten sich trennen. Verstehe. Muss echt hart für sie gewesen sein. Oh mein Gott. Kann das sein, dass er so komisch... Weil er war ja auch bedrückt, ne? Kann das sein, dass er bedrückt ist, weil er auch wegziehen muss, weil sie sind ja mitten im Studium und dass sie da eine Fernbeziehung haben, sie sich deswegen gestritten haben, wie sie gesagt hat, verschwinde aus meinem Leben, er ist nach Hause gefahren, hatte einen Unfall und sie gibt sich dafür die Schuld. Es wird für keinen von beiden einfach gewesen sein, deswegen würde ich mir an ihrer Stelle, wenn es eh in einer Trennung endet, zuerst selbst vergeben. Alex streckt seine Hand aus, um eine weiße Tulpe aus einem der Eimer zu nehmen und gibt sie mir. Eine weiße Tulpe. Ich weiß nicht, wie viel von der Sprache der Blumen, da bist du die Expertin. Aber wenn ich mich richtig erinnere, weiße Tulpen sind das Symbol für Vergebung und Hoffnung. Ja, gib ihr diese Blume. Ich hoffe, sie versteht die Bedeutung dahinter. Ich nehme die Blume aus seiner Hand und lächle. Danke, Alex, du bist der Beste. Gern geschehen. Lass mich dir eben bezahlen. Alex bringt die weiße Tulpe zum Ladenbesitzer und bekommt nach einer Weile mit dieser Blume zurück, die jetzt eine schöne pinke Schleife trägt. Er lächelt, als er mir die Blume überreicht. So, fühlst du dich jetzt besser? Ich bemerke, dass ich keine Angst mehr davon habe, hier zu sein und mit ihm zu reden. Mit ihm zu reden hat sogar dabei geholfen, ein paar Steine von meinem Herzen zu nehmen, aber trotzdem. Jetzt geht's mir gut, Alex. Aber was ist mit dir? Du hast etwas, das du mir sagen wolltest, nicht wahr? Ah... So wie du vorhin aus meinem Gesicht lesen konntest, dass ich besorgt bin, kann ich jetzt auch dir ansehen, dass dich etwas belastet. Du versteckst es besser als ich, aber ich kann es sehen. Magst du darüber reden? Ich kann sehen, dass er es sich erst wehrt, aber nach einem Moment lässt er einen großen Seufzer raus. Also gut. Unser Gespräch eben hat mich erkennen lassen, dass ich dir etwas zu sagen habe. Lass uns zu diesem Ort gehen. Oh nein, trennt er sich jetzt von mir? Ey, das Game ist geil. Dieser Ort. Ich schlucke schwer und umklammere den Armreif meiner Tasche. Jetzt oder nie. Alex. Ich rufe seinen Namen, er dreht sich um und sieht mich lächelnd an. Trotzdem ist ihm deutlich seine Traurigkeit anzusehen. Hier haben wir uns vor 2 Jahren getrennt. Das wäre hier heute in 2 Tagen genau an Valentinstag. Alex wollte, dass ich mich von ihm trenne, ganz ohne Erklärung. Wir haben gestritten und ich habe ihm diese fiesen Worte geschmissen. Tut mir leid, dich hierher bringen zu müssen. Es ist ein wenig kalt heute. Aber ich muss dir wirklich etwas sagen und nur dieser Ort kann mir dafür den Sinn geben. Ist schon gut. Wir kommen oft her, wenn wir eine Auszeit brauchen. Das ist auch der Ort, wo wir uns versprochen hatten, eine Zeitkapsel zu vergraben, wenn wir das Studium hinter uns haben. Du erinnerst dich doch daran, oder? Als ich die Zeitkapsel erwähne, ändert sich sein Gesichtsausdruck. Alex... Mina, ich muss dir etwas sagen. Oh, es ist ein geiles Game. Das ist ja voll der Plot. Das könnte ja voll der Film sein, hey. Holy, das Game ist übrigens kostenlos auf Itch.io, ne? Ich verlinke es euch mal unten. Oder kostet nur 2 Euro oder so. Als sich mein Herz vor Angst zusammenzieht, balle ich meine Fäuste. Ich weiß nicht, was Alex mir sagen möchte. Aber dieses Ereignis ist vorher nie passiert. Aber wenn er in 2 Tagen mit mir Schluss machen wird, könnte er jetzt schon darüber nachdenken. Ah, er hat dann... Ich dachte mir, alles liefe gut. Wir hatten unsere Höhen und Tiefen, aber wir haben alles gemeinsam bewältigt. Vermutlich bin ich wohl die Einzige, die das so empfand. Wenn Alex mit mir Schluss machen will, werde ich ihn nicht aufhalten. Es wird mir wieder das Herz brechen, aber ich werde nicht ausrasten. Nicht schon wieder. Ja? Okay, Mina, wird schon schief gehen. Das Ding ist, ich muss weggehen. Also umziehen an einen weiten... An einen Ort weit weg von hier. Ich werde im Ausland studieren. Ja, und das erzählt er uns jetzt nur, weil wir das Beispiel gebracht haben mit der Freundin, die wegzieht. Deswegen traut er sich jetzt, es uns zu sagen. Im Ausland studieren? Moment, das ist komplett anders. Damals hatte er nichts in diese Richtung erwähnt. Hat er deshalb mit mir Schluss gemacht? Warum hat er nicht einfach die Wahrheit gesagt? Das ist doch überhaupt nichts Schlimmes. Das ist doch großartig, oder? Glückwunsch. Wo ist da denn das Problem? Weil ich dir nicht versprechen kann, zurückzukommen. Hä? Sie haben einen Tumor in meinem Gehirn entdeckt. Sie, was? Das Land, in das ich ziehen werde, hat großartige medizinische Einrichtungen, die vielleicht in der Lage sind, mich zu heilen. Mein Plan ist, dort zu studieren, während ich auf die OP warte. Aber trotz der fortgeschrittenen Technik dort ist meine Überlebenschance nicht wirklich hoch. Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Er lügt, oder? Das ist sogar schlimmer als die plötzliche Trennung von vor 2 Jahren.
Meine Brust schmerzt. Mein Herz wird von dieser schrecklichen Nachricht regelrecht zerrissen. Der Schmerz, den ich gerade fühle, ist exakt derselbe, den ich damals fühlte, als ich davon erfahren hatte, dass Alex beim Unfall ums Leben kam. Völlig egal, ob Edda hilft oder nicht. Alex wird so oder so von dieser Welt verschwinden. Damit gab es dann ja nie einen Grund, zurück in die Vergangenheit zu reisen. Also du meintest, du würdest heute in deiner Wohnung bleiben, dachte ich. Das wäre eine gute Gelegenheit für mich, das hier durchzudenken. Aber dann bin ich dir in der Bibliothek begegnet und nun sind wir hier. Ich kann gerade nicht denken. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Ich öffne meinen Mund, aber nichts kommt heraus. Mina. Und wann wirst du... Ich sage die Worte, aber ich kann hören, wie meine eigene Stimme versagt. Ich werde in 2 Tagen am 14. aufbrechen. Wir hatten uns versprochen, an Valentinstag auszugehen. Es tut mir leid, dass ich dieses Versprechen nicht halten kann. Und das andere Versprechen vermutlich auch nicht. Warum hast du mir das nicht schon früher erzählt? Tut mir leid, ich... Bitte glaub mir, ich wollte das nicht von dir geheim halten, aber die Dinge hatten sich überschlagen und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe mich jeden Tag gefragt, wie ich vernünftig mit dir darüber reden soll. Aber unser Gespräch im Blumenladen eben hat mich erkennen lassen, dass ich dir das sagen möchte. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich schätze dich wirklich sehr, Mina. Ich wollte dich nicht verletzen. Hab es letztlich aber doch getan. Es tut mir leid. Das war also der Grund für die Trennung? Trennung? Was? Es ist tatsächlich so, dass ich eine Trennung vorschlagen wollte, wenn ich in 2 Tagen gehe. Ich weiß, dass es dir gegenüber überhaupt nicht fair ist. Du hast jedes Recht, sauer auf mich zu sein und ich akzeptiere das. Ich hatte nicht den Mut, dir die Wahrheit zu sagen. Aber warum? Warum denkst du, dass eine Trennung die Lösung ist? Weil ich dich am Ende nur noch mehr verletzen würde, wenn wir zusammenblieben und das möchte ich nicht. Ich kann dir nichts mehr versprechen, Mina. Selbst wenn die Operation erfolgreich ist, meinte der Arzt, dass die Möglichkeit besteht, dass meine Erinnerungen nicht mehr wie vorher sein könnten. Ich werde Dinge vergessen, vielleicht sogar dich. Es fällt mir schwer, ruhig zu atmen, als mir die Tränen regelrecht aus den Augen strömen. Ich höre, wie Alex sich nähert. Er ist sehr sanft und wischt mir mit seinem Taschentuch die Tränen aus dem Gesicht. Durch meine verschwommene Sicht kann ich sehen, wie sehr es ihn schmerzt, mich so zusammenbrechen zu sehen. Ich will ihn egoistischerweise darum bitten zu bleiben, aber wie könnte ich, wenn es hieß, seine Chance auf ein längeres Leben aufzugeben? Wenn ich genug Glück habe und die OP erfolgreich ist, werde ich dort fertig studieren. Du weißt, es war mein Traum, im Ausland zu studieren. Ich hätte nur nie gedacht, dass es unter diesen Umständen geschieht. Aber die Dozenten und Professoren verstehen meinen Zustand und unterstützen mich in meiner Entscheidung. Also hast du ihnen von deinem Zustand erzählt, aber vor mir geheim gehalten? Sie unterstützen dich, aber was ist mit mir? Hast du jemals meine Gefühle berücksichtigt? Und was ist mit mir? Mina, was, wenn ich mich nicht mehr an dich erinnern kann? Ausgerechnet an dich, allein der Gedanke daran ist entsetzlich. Ich möchte nicht, dass du ohne irgendeine Garantie auf mich wartest. Ich möchte nicht, dass mein Zustand dir und deinen Träumen im Weg steht. Du hast einen großen Traum zu erreichen, größer als meiner oder irgendjemanden, den ich kenne. Also ich bin der Meinung, ich würde einfach halt weiter studieren und würde ihn besuchen, mit ihm zusammenbleiben. Und wenn ich mit meinem Studium fertig bin, kann sie ja dort auch arbeiten, wenn die Liebe groß genug ist. Natürlich ist es übelst krass und so und viele entscheiden dann zu sagen, hey, tu dir das nicht an, aber wenn sie sich entscheidet, ich möchte das. Deshalb denke ich, dass eine Trennung die beste Lösung ist. Bitte versteh das. Seit wann? Wegen deiner Gesundheit? Eine Weile. Ich habe vor 6 Monaten davon erfahren. So lange und er hat es mir nie erzählt. Aber hatten wir uns nicht ein Versprechen gegeben, uns immer gegenseitig zu unterstützen, niemals Geheimnisse voneinander zu haben? Ja, hatten wir. Aber nicht, wenn es dafür sorgen würde, dass einer oder sogar beide von uns verletzt werden. Du verdienst es, glücklich zu sein, auch wenn es vielleicht nicht mit mir sein wird. Deshalb bitte, Mina, kannst du das verstehen? Egal was passiert, du sollst wissen, dass ich dich immer unterstützen und lieben werde. Weil du mir so viel bedeutest. Wahrscheinlich ist das alles eine Lüge und er hat eine neue und will einfach nur Schluss machen. Ich kann nicht denken. Ich will hiervon nichts mehr hören. Auf einmal wird mir klar, dass ich diese vergangenen 2 Jahre alles missverstanden hatte. Was ist los? Ich sehe Alex plötzlich ganz stillstehen, versteinert, fast wie eine Statue. Die Luft um mich herum fühlt sich statisch an. Das Geräusch von Wellen, die in den Strand krachen, verstummt. Selbst der fallende Schnee von mir hält mitten in der Luft an. Es ist so, als stünde die Zeit still. Ist das Eddas Tun? Aber wieso? Na, Fräulein Mina? Diese Stimme, Taku. Ja, ich bin es, Taku. Entschuldige, dass ich diesen Moment störe, aber ich sollte dir mitteilen, dass deine Zeit um ist. Zeit zurückzukehren. Ein plötzlich erscheinender Lichtstrahl stört meine Sicht. Dann öffnet sich mitten im Licht eine Tür. Er hätte ja ruhig mal eine Minute vorher warnen können. Keine Wände oder ein Gebäude, einfach nur eine Tür inmitten eines leeren Bodens, nicht weit von mir. Ich erinnere mich an diese Tür. Das ist die Eingangstür zum Edda-Café.
Diese Tür wird dich zurück in die Gegenwart bringen. Alles, was du tun musst, ist, die Klinke zu drücken und durchzugehen. Warte, Taku, ich lag falsch, ich habe einen Fehler gemacht. Was meinst du? Damals, als Alex mich um die Trennung gebeten hat, konnte die Trauer in seinen Augen nicht sehen. Wut und Verwirrung machten mich blind und ich sagte ihm, er solle von dieser Welt verschwinden. Ein paar Tage später hörte ich die Nachricht, dass Alex auf dem Weg dorthin in einen Unfall verwickelt wurde. Er ist wirklich von dieser Welt verschwunden und ich konnte mir nicht dafür vergeben, ihm diese Worte gesagt zu haben. Wenn ich damals nur ruhiger geblieben wäre, ihn nach seinen Gründen gefragt hätte, anstatt ihn anzuschreien, hätte Alex noch sicher hier sein können, bei mir. Ich bin von mir selbst angewidert. Die ganze Zeit dachte ich, Alex hätte sich nur um sich selbst gesorgt. Doch ich lag falsch. Ich lag total falsch. Ich dachte, ich kenne Alex. Aber all diese Zeit wusste ich nichts über seine Probleme, die er bis jetzt für sich behalten hatte. Ich hätte achtsamer sein müssen. Aber hast du seine Begründung eben nicht gehört? Ja, hab ich, aber Fräulein Mina, wieso bist du hierher gekommen? Ist es nicht, weil du wissen musstest, wieso Alex dich vor 2 Jahren verlassen hat, sodass du dich endlich von der Schuld in deinem Herzen befreien, mit deinem Leben fortfahren kannst? Das stimmt. Edda hat dir gezeigt, was du wissen wolltest. Dein Wunsch wurde erfüllt und jetzt ist es an der Zeit, zurückzukehren. Bitte öffne die Tür und geh hindurch. Ja, stimmt, weil jetzt versucht sie ihn halt wieder am Leben zu erhalten, ne? Ich schaue die Tür für einen Moment an, bevor ich irgendwann ein paar Schritte nach vorne gehe. Bis die glänzende Türklinke in Reichweite ist, strecke ich meine Hand aus, um sie zu berühren. Als ich die Tür aufdrücke, kann ich durch den Spalt den Duft von frisch gebrühtem Kaffee riechen, obwohl ich hier aus dem Licht hinter der Tür nichts isst. Ich beiße auf meine Unterlippe, nur ein weiterer Schritt durch die Tür zu gehen und dorthin zurückzukehren, wo ich hingehöre. Aber meine Füße fühlen sich schwer an. Warum kam ich hierher? Jetzt weiß ich, warum Alex sich dazu entschieden hatte, mich vor 2 Jahren zu verlassen. Ich habe seine Begründung gehört, doch das Schuldgefühl ist immer noch da. Jetzt, wo ich weiß, was für eine schwere Zeit Alex durchzustehen hat, kann ich ihn da nicht einfach alleine lassen. Ich glaube, es ist mal Zeit zu speichern, oder? Für den Fall, dass wir jetzt gleich eine Entscheidung treffen müssen. Ich habe ihn vor 2 Jahren verlassen. Macht mein Herz das mit, ihn jetzt nochmal zu verlassen? Ich blicke zurück zu Alex, den Mann, den ich am meisten liebe. Sein Lächeln wirkt traurig, doch in seinen tränenden Augen kann ich seine Entschlossenheit, mich gehen zu lassen, sehen. Mein Atem stockt, Tränen rollen über meine Wangen. Ich möchte dich aufgeben, Alex. Das möchte ich wirklich. Ich möchte mein Leben fortsetzen, das seit deinem Tod gestoppt wurde. Ich möchte meine Träume wahr werden lassen und jetzt weiß ich, dass das auch dein Wunsch ist. Aber jetzt, nachdem ich dich wiedergesehen habe, möchte ich auch an deiner Seite sein, dich durch die schwierigen Zeiten, die dir bevorstehen, begleiten und dich unterstützen. Kann ich dich nach all dem aufgeben? Werde ich nach all dem in der Lage sein, mein Leben zu leben? Fräulein Mina, die Tür verschwindet gleich. Wenn du zurückkehren möchtest, solltest du dich beeilen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Taku. Fräulein Mina... Die ganze Zeit dachte ich, ich würde mich erleichtert fühlen, wenn ich seine Gründe höre. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, mein Leben zu leben, in dem Wissen, ihn allein mit diesem Schmerz gelassen zu haben. Naja, aber die Sache ist, wenn ich jetzt nicht durchgehe, verschwinde ich ja. Dann bin ich ja eh tot. Er stirbt vielleicht eh. Ich kann es vielleicht nicht verhindern. Too many questions, girl. Ich durchlebte die letzten 2 Jahre eine schmerzvolle Einsamkeit und ich möchte nicht, dass Alex dasselbe fühlt. Das will ich nicht. Erwägst du zu bleiben? Ich weiß nicht, ob Alex' Schicksal sich verändern wird, wenn ich bleibe, aber wenn es so sein soll, dass er diese Welt verlässt, dann möchte ich diesmal wenigstens bei ihm sein. Wir speichern nochmal. Jetzt ist aber halt die Frage, ob ich da nicht verschwinde. Er hat doch gesagt, ich bin dann weg. Niemand erinnert sich an mich, wenn ich das mache. Fräulein Mina, weißt du noch, was passieren wird, wenn du bleibst? Ich nicke leicht. Ich weiß es noch ganz genau. Meine dortige Existenz wird gelöscht, richtig. Genau. Was ist mit diesem Traum und den Menschen, die sich um dich sorgen? War es nicht Alex' Wunsch, dass du dein Leben ohne ihn fortsetzt? Taku hat recht. Die weiße Tulpe, die aus meiner Tasche lug, erinnert mich an deren Bedeutung, Hoffnung und Vergebung. Ich denke an Rin, die mir ehrlich wünscht, glücklich zu sein. Ich denke an meine Familie und die Leute, die mich die ganze Zeit unterstützt haben. Kann ich sie alle für Alex verlassen? Für sein Wohl? Kann ich das? Alex hatte mich aufgegeben. Er wollte, dass ich meine Träume wahr werden lasse. Die ganze Zeit hatte ich nur in der Vergangenheit geweilt. Viel zu lange, ertrinkend in meinem Meer aus Reue und Schuld. Es ist an der Zeit, mir selbst zu vergeben und Alex loszulassen. Ich denke, er wollte das Gleiche. Aber werde ich dazu in der Lage sein? Dann erinnere ich mich an Takus Worte, kurz bevor ich in die Vergangenheit reiste. Kommst du zurück, Fräulein Mina? Taku, kannst du die Worte wiederholen, die du mir gesagt hast, kurz bevor du den Kaffee gemacht hast?
Edda hat dich hierher geleitet, um den Weg zur Befreiung deines Herzens zu öffnen. Allerdings kenne nur ich die Antwort, wo mein Herz liegt. Und es scheint, als hättest du es gefunden. Oh, jetzt speichern wir mal. So. Also. Tür öffnen und gehen, Tür schließen und bleiben. Wir machen beides. Mit Eddas Magie war ich in der Lage, zu diesem Moment zurückzukehren und Alex nochmal zu sehen. Ich weiß nicht, ob dieser Ort nur eine Illusion ist oder nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich jetzt auf jeden Fall eine Entscheidung treffen muss. Ich werfe noch einen Blick auf Alex, auf sein trauriges Lächeln und Gesicht. Er hat endlich das geschafft, was er damals nicht konnte. Genug Mut aufzubringen, mir die Wahrheit zu sagen. Was hatte er damals von mir erwartet? Hatte er erwartet, dass ich es einfach akzeptiere und ihn gehen lasse? Aber was soll ich tun, jetzt, wo ich endlich die Wahrheit kenne? Ich schaue auf den Armreif, den ich fest in meiner Hand halte, das Symbol meiner Schuld, Reue und meinem Verlust. Aber jetzt habe ich eine zweite Chance. Durch Edda konnte ich jetzt alles sehen, was ich damals nicht sehen konnte. Nur welches Ende ist es, das ich mir wünsche? Was genau war das überhaupt für eine Wahrheit, nach der ich suchte? Alex hatte recht damit, dass ich mir selbst vergeben und weitergehen sollte. Taku hat mich ebenfalls darauf aufmerksam gemacht. Menschen machen Fehler, das hätte ich besser verstehen müssen. Du wirst in deinem Leben nicht vorankommen, wenn du noch in der Vergangenheit gefangen bist. Und einmal einen Fehler zu machen, bedeutet nicht, dass du für den Rest deines Lebens keine Liebe und Glückseligkeit mehr verdienst. Viele Leute sorgen sich immer noch um dich und dein Glück. Das sollte ich mir auch merken. Okay, ich habe mich entschieden. Für mich, für die Leute, die ich schätze, für meinen Morgen. Und mein Morgen ist mit ihm. Ich schaue auf die hölzerne Tür direkt vor mir. Meine Hand liegt immer noch auf der Klinke, bereit, sie zu drücken und hindurchzugehen. Aber ich lächle nur. Es ist ein Lächeln, das ich seit fast 2 Jahren keinem mehr gezeigt habe. Ein ehrliches Lächeln direkt von meinem Herzen. Ohne zu zögern nehme ich meine Hand von der Klinke und laufe zu Alex. Klinke. Edda muss meinen Entschluss gespürt haben, denn die angehaltene Zeit fängt sich wieder zu bewegen an. Alex. Ja? Wenn ich sage, dass ich bei dir bleiben möchte, würdest du es erlauben? Hä? Bleiben? Sei doch vernünftig, Mina. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Wahrscheinlich denkt er sich, kacke, ich lüge doch gerade und wollte Schluss machen. Boah, stellt euch das mal vor. Das ist mir egal. Das alles ist mir egal. Ich will dir einfach nur helfen. Hatten wir uns nicht versprochen, dass uns nichts auseinandertreiben kann? Aber was macht sie jetzt, wenn er trotzdem in dem Unfall wieder stirbt? Das kann sie ja gar nicht verhindern. Ich bin dankbar, dass du mir im Gegensatz zu damals jetzt alles erklärt hast. Weißt du, wie schmerzhaft es ist, nicht die Wahrheit zu kennen, in eine tiefe Dunkelheit zu sinken? Schuld, Reue und Verlust haben mich seit dem Tag, an dem ich dich verloren habe, heimgesucht. Du bist gegangen, ohne mir irgendetwas zu sagen. Ich will das nicht noch einmal fühlen. Und wage es ja nicht, irgendwas von Trennung zu sagen, als wäre es das Beste für uns, denn das ist es nicht. Mina, wovon redest du? Ich nehme eine seiner Hände und streichle sie sanft. Alex, ich will Zuversicht. Nein, lass uns beide Zuversicht haben, nach allem, was wir durchgemacht haben. Wenn du mich bei dir bleiben lässt, haben wir aneinander. Du musst die Last nicht alleine tragen. Du kannst etwas davon mit mir teilen. Mina, sei doch vernünftig. Mit mir meinen Zustand zusammen zu sein, wird überhaupt keine Freude bringen. Bitte denk gut darüber nach. Du scheinst diesen Entschluss etwas voreilig zu fassen. Du hast sogar seltsame Dinge darüber gesagt, wie ich dir damals nichts erklärt habe, darüber, wie ich dich verlassen habe. Ich verstehe das nicht. Und das Ding ist, ich kann dir nichts geben oder versprechen, nicht solange ich in diesem Zustand bin. Alles, wonach ich frage, ist, an deiner Seite zu bleiben, egal welche Hindernisse vor uns liegen. Mina, ich will dich nicht mit deinem Zustand belasten. Warum denkst du, dass du eine Belastung wärst? Wenn du denkst, dass du die ganze Zeit eine Belastung warst, dann gib mir bitte all die Zeit zurück, die ich mit dir verbracht habe. Ich, Alex, du bist nie eine Belastung gewesen für niemanden und ganz bestimmt nicht für mich. Bitte sei ehrlich zu mir, was möchtest du wirklich? Ich schätze dich und ich liebe dich. Aber Mina, ich will dich nicht enttäuschen oder traurig machen. Was, wenn ich sehr viel Zeit für meine Genesung brauche? Ist mir egal, solange ich bei dir sein kann. Was, wenn ich mich nicht mehr an dich erinnern kann? Ich werde jeden Tag bei dir sein und dich auch heimsuchen, bis du dich an mich erinnerst. Und wenn du genervt von mir sein solltest, dann stalk ich dich vielleicht. Das klingt verrückt, oder? Ich lache über meine gruselige Antwort. Ich kann nicht glauben, dass ich das gesagt habe. Alex wirkt überrascht, lacht dann aber auch. Da kann man wohl nichts machen. Ich wusste nicht, dass du so hartnäckig sein kannst. Man sieht dich selten so. Ich merke gerade, wie quasselig ich bin und erröte. Sorry. Alex zieht mich näher zu sich und hält mich fest. Er vergräbt sein Gesicht in meine Schulter.
tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich das nicht gut durchdacht habe und deine Gefühle nicht mitbezogen hatte. Es tut mir leid, dir wehgetan zu haben. Das war wirklich nicht meine Absicht. Ich dachte, ich hatte diese beste Entscheidung für uns getroffen. Ist in Ordnung, Alex. Ich habe dir schon vergeben. Lass mich bei dir bleiben. Teile deinen Schmerz mit mir. Du bist nicht alleine. Wie bei unserem Versprechen damals, wir beide zusammen. Alles klar, Mina. Bitte bleib bei mir. Natürlich, Alex. Liebend gerne. Aber lass mich dich nochmal daran erinnern, dass das nicht einfach werden wird. Ich nicke entschlossen, mit dem Kopf auf alle Hindernisse vorbereitet, die wir zu überwinden haben. Ich weiß. Aber solange wir zusammen sind, bin ich sicher, dass wir da durchkommen können. Letztendlich hast du dich also für deine Zukunft mit ihm entschieden. Du kanntest die Wahrheit und hattest dich entschieden, ehrlich zu deinen Gefühlen zu sein und euer Versprechen zusammenzubleiben einzuhalten. Du hast nicht mehr in der Vergangenheit verweilt, sondern sie stattdessen akzeptiert und an ihr teilgenommen. Du hattest dich entschieden, dein Leben voll auskosten und Frieden mit deiner Entscheidung zu treffen. Nein, mach dir keine Sorgen. Es gibt keine falsche oder richtige Entscheidung. Wie gesagt, wo dein Herz liegt, weißt nur du allein. Genau wie Edda es vorhergesagt hat. Ah, was haben wir denn da? Minas Entschlossenheit, eine warme Zimtrolle, ein Ahorn-Frischkäse-Überzug. Interessant, ein Charakter, der also gut, sanft und nett wahrgenommen wird und der sich harten Umständen gestellt hat. Und dennoch bleibt ihr Herz warm und sanft. Sie kommt stattdessen durch ihr jedes Miss... Ach krass, das ist jetzt unser Menü. Wie crazy. Das ist für alle die, die nicht mehr zurückgekommen sind. Oder für alle die, die dort waren. Wir müssen nachher mal gucken, wenn wir uns gegen ihn entscheiden, ob es dann auch ein Menü gibt, ob es wirklich nur für die ist, die in der Vergangenheit geblieben sind und in dieser Welt, in der wir jetzt leben, ausgelöscht worden sind. Nun, das ist deine Antwort. Ich freue mich für dich. Ah, ein neuer Gast. Sollen wir dann gehen? Willkommen bei Edda. Wie geil ist denn dieses Game? Oh mein Gott, was für ein Plot-Twist. Ich lieb's. Finn. Jetzt wollen wir aber unbedingt noch sehen. Ach süß, guck mal. Ein neuer Gast ist die Katze. Jetzt wollen wir aber sehen, was passiert, wenn wir Tür schließen und bleiben, Tür öffnen und gehen. Ob es dann auch ein Gericht gibt. Ob das wirklich nur für die Leute ist, die verschwunden sind. Mit Eddas magischer Magie war ich in der Lage, zu diesem Moment zurückzukehren und Alex noch einmal zu treffen. Ich weiß nicht, ob dieser Ort eine Illusion ist oder nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt auf jeden Fall eine Entscheidung treffen muss. Ich werfe noch einen Blick auf Alex. Er hat endlich das geschafft, was er damals nicht konnte. Was hatte er damals von mir erwartet? Hatte er erwartet, dass ich es einfach akzeptiere, ihn gehen zu lassen? Aber was soll ich jetzt tun, jetzt wo ich endlich die Wahrheit kenne? Ich schaue auf den Ahnreif in meiner Hand. Aber jetzt habe ich eine zweite Chance. Durch Edda konnte ich jetzt alles sehen, was ich damals nicht konnte. Nur welches Ende ist es, das ich wünsche? Alex hatte recht damit, dass ich mir selbst vergeben und weitergehen sollte. Taco hat mich ebenfalls darauf aufmerksam gemacht. Menschen machen Fehler, das hätte ich besser verstehen müssen. Du wirst in deinem Leben nicht vorankommen, wenn du noch in der Vergangenheit gefangen bist. Und einmal einen Fehler zu machen, bedeutet nicht, dass du für den Rest deines Lebens keine Liebe und Glückseligkeit mehr verdienst. Viele Leute sorgen sich immer noch um dich und dein Glück. Das sollte ich mir auch merken. Okay, ich habe mich entschieden. Für mich, für die Leute, die ich schätze, für meinen Morgen. Ich kann nicht hierher, um zu trauern oder Alex zurückzubekommen. Menschen haben nur ein Leben und das sollten wir voll auskosten. Ich hätte das besser verstehen müssen. Ich muss nach vorne gehen. Ich schaue auf die hölzerne Tür direkt vor mir. Meine Hand liegt immer noch auf der Klinge, bereit zu drücken. Doch bevor ich das tue, lasse ich sie los und laufe auf Alex zu. Edda muss meinen Entschluss gespürt haben, denn die angehaltene Zeit fängt an, wieder sich zu bewegen. Was? Alex? Ja? Um ehrlich zu sein, war ich gebrochen. Ich habe mich vor mir selbst geekelt. Herr, aber ich habe doch gesagt, durch die Tür gehen. Ich schämte mich für mich selbst. Mina, was... Das mag verrückt klingen, aber lass mich bitte ausreden. Trotz seiner offensichtlichen Verwirrung nickte er leicht mit dem Kopf. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was du durchmachen musstest. Ich will glauben, dass alles, was du vorhin zu mir gesagt hast, eine Lüge ist oder ich dich falsch verstanden habe, aber es ist die Wahrheit. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Es ist in Ordnung, Mina, ich verstehe dich. Ich kann dich unmöglich darum bitten, mir durch all diese Dinge, durch die ich muss, Gesellschaft zu leisten. Aber ich habe dir damals Unrecht getan, Alex. Es war egoistisch von mir, nicht zu versuchen, dich zu verstehen.
Ich war zu naiv und hatte nur an mich selbst gedacht und dich gar nicht nach deinen Gründen gefragt. Vielleicht hätte es anders ausgehen können, wenn ich hätte ruhig bleiben und dich nach deinen Gründen gefragt hätte. Jetzt, wo ich das alles direkt von dir höre, wünsche ich, ich hätte bei dir bleiben oder etwas machen können, das deinen Schmerz lindert. Aber es ist zu spät, es ist mir nicht möglich. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, um dich in die Gegenwart zu nehmen, weil das du in meiner Zeit schon tot bist. Ich kann diese Worte nicht aussprechen. Ich beiße mir in die Unterlippe und spüre noch mehr Tränen auf meinen Augen. Ach so, ich sag ihm das jetzt noch. Deshalb möchte ich dir hier etwas sagen, und zwar richtig. Vielleicht nimmt es dir einen Stein von Herzen. Ich wollte nur sagen, danke für alles. Es macht mich glücklich, alles direkt von dir gehört zu haben. Die Wahrheit, die ich schon immer wissen wollte. Ich kann ihm ansehen, dass er noch durcheinander ist, aber ich kann ihm nichts von seiner Zukunft erzählen. Taku sagte, dieser Ort basiert auf meiner Erinnerung von ihm und diesem Tag, aber ich hoffe, die Zukunft hier wird eine andere sein. Ich hoffe, dieses Mal wird jeder endlich sein Glück finden. Ich hole den kaputten Armreif hervor und lege ihn in seine Hand. Mina, das ist... Diesen Armreif wollte ich dir eigentlich an Valentinstag geben, aber dann wurde ich an dem Tag sauer auf dich. Hä? Ich weiß, es klingt komisch. Du hast bestimmt zu viel Fragen, aber ich hoffe, jetzt ändert sich etwas. Alex, versprich mir, dass du mit ihr reden wirst. Sag ihr alles genauso, wie du es mir gesagt hast. Ach so, sie sagt ihm jetzt an die Zukunfts-Ich, an ihr Vergangenheits-Ich, dass er bitte dem Vergangenheits-Ich alles sagen soll und die Wahrheit sagen soll. Aber stellt euch mal vor, er würde jetzt überleben und dann komme ich zurück in meine Welt und er lebt wieder, weil ich den Unfall nicht habe. Und komisch wäre jetzt, wenn er jetzt den Unfall doch hat, ich aber mit ihm in der jetzigen Zeit bleibe, er den Unfall nicht hat, weil ich ihn verhindert habe, und wir kennen ja alle den Schmetterlingseffekt, dann würde ja irgendwas anderes passieren. Lass sie keine Missverständnisse, Schuld und Reue erfahren. Es ist wirklich frustrierend zu wissen, wie mies es einem geht, wenn man jemanden verloren hat. Ich möchte, dass es keinen von euch beiden passiert. Was meinst du mit ihr? Ich ignoriere seine Frage. Ich habe nicht die Zeit, das mit einem anderen Ich, das hier existieren könnte, zu erklären. Mir geht's jetzt gut, Alex. Wie du meintest, vergib dir selbst und dann geh weiter. Ich bin wirklich traurig, denn wenn ich zurückkehre, wirst du nicht mehr dort sein. Aber jetzt ist alles klar. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, meinen Kopf zu heben und nach vorne zu blicken. Und immerhin konnte ich dich noch einmal sehen, deine Erklärung hören und mich richtig von dir verabschieden. Ja, dieses Mal sage ich's dir richtig, auf Wiedersehen. Mina! Ich halte immer noch seine Hand, mit der er den Armreif wiegt. Ich fühle, wie seine Hand zittert. Ich bin mir sicher, dass er noch immer ziemlich durcheinander ist, aber ich muss das machen. Ich halte seine Hand ganz fest und streichle sie langsam. Ja, ich werde mich daran erinnern. Jetzt habe ich neue Erinnerungen an ihn. Alex? Ja? Nochmals danke, dass du mich daran erinnert hast, mir selbst zu vergeben und nicht die Hoffnung zu verlieren. Diese weiße Tulpe, die du mir gekauft hast, ich bin sehr dankbar dafür. Denk dran, sei ehrlich zu deinen Gefühlen und glaube an das Band zwischen euch. Ihr hattet euer Versprechen, alles zu teilen, auch den Schmerz. Hattet ihr euch nicht versprochen, glücklich zu sein? Oh, ich muss meine Wortwahl korrigieren. Ich meine, wir hatten uns versprochen, glücklich zu sein. Tut mir leid für alles, was passiert ist, dass ich jetzt gehen muss. Gehen? Wohin? Was meinst du, Mina? Ich verstehe nicht. Ich liebe dich wirklich, wirklich sehr. Bis zum nächsten Mal. Mina! Voll traurig. Am Ende war das also deine getroffene Entscheidung. Du hast dir seine Gründe angehört. Und nachdem du ihn verstanden hattest, hast du versucht, alles zu akzeptieren. Du verweilst nicht mehr in deine Vergangenheit. Du hast dich entschieden, dein Leben voll auszukosten mit allem, was du hast. Genau wie Edda es vorhergesagt hat. Oh, was haben wir denn hier? No, Minas, morgen ein Regenbogenkuchen mit weißer Glasur und ein Stück weißer Schokolade in Form einer Tulpe. Interessant, Minas Verbindung zu Alex und allem, die sich um sie sorgen. Ihre Momente voller Glück und Trauer mit den Menschen, die ihr nahe sind. Und ihre Hoffnung auf eine schöne Zukunft, alles vereint sich in diesem vielfarbigen Regenbogen. Und die weiße Tulpe zeigt, dass sie Alex und sich selbst vergeben hat und bereit für einen Neuanfang ist. Das ist also deine Antwort. Ich freue mich für dich. Oh, ein neuer Gast. Nun sollen wir gehen. Willkommen bei Edda. Wow, es ist ein tolles Game. Also je nachdem, wie du dich entscheidest, also diese Namen auf der Speisekarte sind alles Entscheidungen von Menschen, die in der Vergangenheit reisen durften, ob sie bleiben oder nicht. Ach schön, jetzt sieht man mich hier mit meiner Freundin und ich bin glücklich. Ach, es ist ein süßes Game. Oh mein Gott, es ist ein schönes Game. Das ist ja ein schönes Game. Also ich muss sagen, ich finde beide Enden super traurig. Beides hat sein Positives und sein Negatives. Wenn sie mit ihm geblieben wäre, hätte sie halt wahrscheinlich voll das Leiden durchlebt, so ein Gehirntumor und alles drum und dran. Also dann endet das Leiden nicht. So hat das Leiden irgendwie ein Ende.
Ihr könnt mir gerne die Kommentare schreiben, welches Ende ihr besser gefunden habt und wie ihr euch entschieden hättet. Das Spiel gibt es unten in der Beschreibung verlinkt. Super tolles Game. Wieder ein Game, wo ich sagen muss, hat kaum jemand auf dem Schirm, hat so eine schöne Story und so eine schöne Message. Ich liebe es. Deswegen lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch auch gefallen und berührt hat. Und schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, wundervolles Game, muss ich schon sagen. Sehr, sehr schön.